im heutigen Video werde ich versuchen, einen Weltrekord zu brechen. Denn ich möchte auf der Blockdash Endless Map bis Level 999 kommen und somit auch den neuen Blockdash Skin freischalten, den man allerdings nur bekommt, wenn man unter den Top 1% ist. Und deshalb, Leute, bleibt bis zum Ende dran, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go! So, Leute, und damit an euch alle willkommen zu einer neuen Folge Stumble Guys. Ja, Leute, ich denke, euch allen ist es aufgefallen, denn ich bin nämlich für das Video auf einen komplett neuen Account gegangen. Wir haben hier wieder 0 Trophäe, 0 Krone. Ich denke, ich brauche dazu nicht mehr sagen, denn, Leute, ich möchte das Ganze auf einem komplett neuen Account machen, denn dieser Account soll ein ganz besonderer Account werden. Denn ihr seht unten, Leute, wir haben ein neues Blockdash-Event. Was heißt neu? Es ist schon seit ein paar Tagen drin, aber ich starte die Challenge jetzt trotzdem noch, denn ihr seht, wenn wir einmal auf die Bestenliste schauen, Leute, ihr seht, für Top 100% kriegt man hier so Sterne und Medaillen, ab Top 10% gibt es dann schon 10 Chaps zu gewinnen, ab Top 27, Top 5 kriegt 40, ab Top 3% bekommt man schon einen Skin, Leute, und in den Top 1% gibt es einfach mal einen exklusiven Blockdash-Skin. Ihr seht den Skin da ganz oben, Leute, ich zeige euch den auch mal ganz kurz im Spind, ihr seht den hier einmal. Das ist der Blockdasher. Das Ganze ein legendärer Skin, Leute. Und den kann man sich quasi nur über die Blockdash Endless Map freischalten. Und ich habe mir gedacht, wenn ich heute schon die Challenge mache, den Weltrekord zu brechen, dann möchte ich auch gleichzeitig natürlich diesen Skin freischalten. Und ob wir das Ganze schaffen, seht ihr in diesem Video. Deshalb würde ich sagen, Leute, wir gehen jetzt auf die Blockdash Endless Map. Natürlich alleine, damit wir auch den Weltrekord brechen können. Und jetzt würde ich sagen, Leute, gehen wir rein. Let's go! So, Leute, die Map-Auswahl läuft. Ich bin jetzt unnormal gehypt, das Ganze mit euch zu testen. Leute, schreibt jetzt, bevor wir starten, ganz kurz in die Kommentare. Was denkt ihr, werden wir es schaffen, hier heute den Weltrekord zu brechen? Ihr seht, es startet mit Welle 1, Leute. Und wie ich bereits meinte, will ich es heute schaffen, bis Welle 999 zu kommen. Also ihr seht, es geht eigentlich recht zügig. Wir sind jetzt schon bei Welle 4. Dauert zwar an sich noch ein bisschen, bis wir Welle 999 erreicht haben. Aber ihr wisst ja auch, dass es für Welle immer schwieriger wird. Ich bin mir auch gerade unsicher, ab wann man überhaupt in den Top 1% landet. Also, ich vermute mal ab Welle 200 vielleicht oder so. Also, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, Leute, ob ihr eventuell schon diesen Blockdasher-Skin habt, weil der ist ja unnormal selten. Weil dafür muss man halt wirklich extrem gut auf Blockdash sein. Deshalb schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wer von euch diesen Skin schon hat. Ansonsten, Leute, ich werde in diesem Video auch so ein bisschen mit Zeitraffer arbeiten, damit ihr euch nicht wundert, weil sonst würde das Video wahrscheinlich 3 Stunden gehen, ehe ich hier die Welle 999 erreiche. Aber na gut, deswegen würde ich sagen, Leute, wir machen direkt mal den ersten Zeitraffer, bis ich ungefähr so, ja, ich würde sagen so Welle 30 ungefähr bin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es bis dahin schaffe, weil es kommt hier direkt die ganze Zeit schon Labyrinth, obwohl wir gerade bei Welle 16 sind, Alter. Okay, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Leute, Welle 30. Ihr hattet jetzt einen kurzen Zeitraffer. Für mich war es schon ein bisschen anstrengend jetzt gerade, weil schon wieder ein Labyrinth kam. Und ihr wisst, Labyrinth ist immer so eine Gefahr, dass man irgendwie gegen den Spike läuft und dann irgendwie runter... fällt! Oh mein Gott, ich dachte schon gerade, das war's. Ihr müsst euch halt vorstellen, Leute. Stellt euch vor, ich bin zum Beispiel Welle 900 oder so. Und dann verkacke ich einfach. Es wäre so kacke, ne? Ansonsten, by the way, für euch, Leute. Ich nehme gerade schon seit fast 5 Minuten auf und bin jetzt gerade mal bei Welle 38. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lange das hier einfach dauert, Welle 999 zu werden. Ansonsten, hier kommt auch schon direkt das nächste Labyrinth. Aber Leute, wir hauen hier natürlich direkt wieder ein paar Tricks raus. Ihr kennt mich doch. Ansonsten auch für mich heute ein bisschen ungewohnt, einfach mal als Snowskin zu spielen, Leute. Weil ihr wisst, ich habe ja auf diesem Account noch keine anderen Skins. Ich will hier ja only diesen Blockdasher freischalten, damit das so ein Top 1% Account ist. Das wäre halt übel lustig. Aber okay, Leute, ich versuche jetzt hier mal, mich ein bisschen weiter durchzukämpfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Zeitraffer wieder, wenn ich vielleicht so ungefähr Welle 60 bin. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Oh,
mittlerweile bei Welle 60. Das heißt, wir nähern uns der 100 auf jeden Fall. Okay, Leute, ich sag euch ehrlich, es wird schon langsam echt schwierig. Ich bekomme ziemlich oft Labyrinth. Dann, ihr seht, perfektes Beispiel hier direkt, nämlich das nächste Labyrinth. Und warte mal, ey! Oh mein Gott, das ist close. Das war gerade sehr close. Das hätte fast gewesen sein können für mich, Leute. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich mich auch hier ein bisschen aufs Spielen konzentriere und nicht nur aufs Reden, Leute. Das ist gar nicht so einfach, hier beides gleichzeitig zu machen, wenn ich hier einen Weltrekord brechen möchte. Aber okay, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ist euer Rekord auf der Blockdash Endless Map? Also bis, ja, zu welcher Welle habt ihr es geschafft, Leute? Und ich bin auch gespannt, ob bei Welle 999 vielleicht irgendwas passiert, beziehungsweise wenn wir sogar vielleicht Welle 1000 schaffen, aber oh mein Gott, das war gerade auch extrem knapp, Leute. Digga, ich muss hier echt ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier nicht so leichtsinnig spiele. Aber egal, ich würde sagen, Leute, wir machen nochmal einen Zeitraffer und sehen uns wieder bei Welle 100. Da bin ich wieder bei Welle 100. Ja, Leute, ich hoffe, euch gefallen die kleinen Zeitraffer dazwischen immer. Ich versuchte ja auch ein bisschen cool zu gestalten, beziehungsweise mein Cutter. Und ihr seht, es kommt auch direkt das nächste Labyrinth. Und ich mache auch ab und zu mal diesen Trick hier. Den kann man nämlich auch machen, Leute, ihr seht's. Ich habe nämlich extra auch ein bisschen geübt hier für das heutige Video. Weil, Leute, ich glaube ehrlich, es wäre schon ein Flex, wenn ich es wirklich schaffe, auch diesen Blockdasher-Skin freizuschalten. Weil das ist ja wirklich ein exklusiver Skin, Leute, den man sich nur freischalten kann, wenn man hier wirklich gut ist auf der Block. Der Karte. Ansonsten hier, ich liebe diesen neuen Trick, ne? Ich sag euch ehrlich, der ist auch gar nicht mal so, oh, so einfach. Also deshalb, ich sag euch ehrlich, Leute, es bockt sich hier schon auch ein paar Tricks rauszuhauen. Wir sind mittlerweile bei Welle 108. Das heißt, Leute, wir haben gerade fast mal ein Neuntel hinter uns. Was auf jeden Fall nicht viel ist, dafür, dass ich hier schon seit einigen Minuten am Aufnehmen bin. Aber okay, Leute. Ich versuche mich hier weiter durchzukämpfen. Und dann würde ich sagen, oh mein Gott. Ja, sehen wir uns dann gleich wieder. Wenn ich aber erstmal hier... Oh mein Gott, Digga. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich irgendwie gleich am Abkacken bin. Weil manchmal kommt mein Kopf nicht ganz hinterher, weil ich irgendwie nur so am Spielen bin und gar nicht denke dabei. Richtig komisch. Vielleicht kennt ihr das Gefühl ja, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber was ich sagen wollte, ich würde sagen, ich zocke jetzt hier ein bisschen weiter. Wir sehen uns wieder bei Welle 130. Bis gleich, Leute. Und da bin ich, Leute, Welle 130. Und ich sag euch ehrlich, bisher, es ist okay. Also, ich sag euch ehrlich, ich glaube wirklich, wir könnten das schaffen. Es ist wirklich realistisch. Aber ich glaube, ab so Welle 500 oder so, könnte es passieren, dass mein Kopf eventuell langsam anfängt mit Qualm. Das könnte durchaus passieren. Aber okay, noch sind wir hier gut dabei. Es macht auch Spaß, hier so ein paar Tricks rauszuhauen, Leute. Vielleicht könnt ihr nebenbei auch so ein bisschen mit lernen. Vielleicht zeige ich hier auch ein paar Tricks, die ihr vielleicht noch so gar nicht kanntet hier auf Blockdash. Aber ich denke zum Beispiel diesen Trick hier an die Seite springen. Den kennt, denke ich, jeder. Falls ihr ihn nicht kanntet, wisst ihr ihn jetzt. Hier gibt es auch noch einen Trick. Und zwar könnt ihr von hier nämlich direkt oben in diesen Block hier durchspringen. Also falls ihr das nicht wusstet, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall, Leute. Und ich glaube, hier gibt es gar keinen Trick. Also, nee, hier kann man vielleicht von Block zu Block gleich... Okay, nicht mal das geht. Okay, anscheinend geht das nicht mal. Aber okay, wir machen hier den Trick nochmal. Okay, der ging fast in die Hose. Dann... Warte, was? Hä? Als wenn? Oh mein Gott. Die Map endet einfach? Niemals! Als wenn die Map einfach endet. Habt ihr das gesehen? Welches Level waren wir?
143 oder so gerade mal. Die Map ist einfach zu Ende. Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter als Stufe 143. Weil ich sag euch ehrlich, ich habe bei noch keinem gesehen, dass er überhaupt so lange überlebt hat. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon jemanden gesehen habt, der länger überlebt hat als ich. Aber ich glaube, die Stammegeist-Karte endet automatisch ab Welle 143 oder was auch immer das war. Digga, ich war im Unlimited-Modus. Also theoretisch müsste die Map unendlich lang gehen, aber ging sie nicht. Ab Level 143 war aus. Vor allem, ich blende euch jetzt hier nochmal ein kleines Replay auch ein. Ihr habt gesehen, ich bin auf einmal einfach durch den Boden so durchgeklitscht und dann war ich auf einmal einfach raus, Leute. Ihr habt es gesehen. Aber Leute, ist egal. Ich hätte es ehrlich nicht gedacht, dass diese Map einfach endet. Aber theoretisch müssten wir jetzt in den Top 1% sein und dadurch auch den neuen Block Dasher Skin freigeschalten haben. Ich würde sagen, wir drücken jetzt unten rechts auf Holen und gehen in die Lobby und schauen mal, ob wir diesen Skin jetzt freigeschalten haben, Leute. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Und ich schaue nach. Let's go. Es hat funktioniert. Niemals. Oh mein Gott. Leute, wir haben den Block Dasher Skin. Als wenn wir ihn wirklich freigeschalten haben. Das bedeutet, Leute, wir sind in den Top 1% auf jeden Fall und haben damit diesen Block Dasher Skin freigeschalten, ne? Meiner Meinung nach ein extrem nicer Skin, vor allem, wenn man bedenkt, wie selten er jetzt ist dadurch, Leute. Digga, wir müssen eigentlich direkt in eine Runde reingehen und ein bisschen mit dem Skin rumflexen, Leute, weil den wird wahrscheinlich noch keiner haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in das normale, endlose Block Dash rein, in dieses normale Event, Leute, und flexen da mal ein bisschen mit dem neuen Skin rum. Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in die Runde. Let's go. Okay, Map-Auswahl läuft mit dem neuen Block-Dasher-Skin auf der normalen Block-Dash-Karte. Also ich sag euch ehrlich, Leute, es fühlt sich wirklich übertrieben heftig an, der Einzige in der Lobby zu sein, der wirklich diesen Skin hier freigeschalten hat, Digga. Das könnt ihr euch nicht ausmachen. Hier rennt wirklich jeder Skin rum. Diamond-Demon-Skin, irgendwelche Helikopter-Skins, aber keiner hat diesen Block-Dasher-Skin. Ich versuche natürlich auch hier direkt einen Sieg zu holen, Leute. Ihr seht, ein paar sind schon eliminiert auf jeden Fall. Digga, ich muss jetzt einen Sieg holen, damit am Ende jeder sieht, dass ich diesen Block Dasher Skin habe. Es ist so übertrieben heftig. Oh mein Gott. Aber trotzdem, Leute, mich fuckt das immer noch ein bisschen ab. Egal, wir sind qualifiziert. Aber mich triggert das trotzdem immer noch, dass wir es nicht geschafft haben, bis Welle 999 zu kommen. Ich war so gut dabei, aber die Wave Map endet dann einfach. Ihr habt es gesehen, Leute. Ich kann auch nichts dafür. Aber egal, ihr seht, die nächste Map kommt jetzt. Theoretisch müsste jetzt Laser Dash kommen. Ja, Laser Dash. Und wir sind wieder am Start mit unserem Block Dasher Skin, Leute. Oh mein Gott, der Skin ist so geil. Er ist so geil. Vor allem, Leute, guck mal, der hat ja so Spikes als Hände. Damit können wir einfach so den Arsch der anderen versohlen, Leute. Ich hau den einfach rein auf den Hintern damit, Digga. Es ist so krass, Junge. Es ist so übertrieben heftig. Digga. So, komm schon. Wir müssen jetzt nur noch einen Sieg holen. Dann hätten wir einfach alles getoppt. Ansonsten, ich brauche trotzdem nochmal eure Hilfe. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das trotzdem Weltrekord ist, Leute. Weil ich schwöre, ich habe noch kein Video gesehen, wo jemand es länger geschafft hat, geschweige denn es geschafft hat, dass die Map einfach, ja, ich sag mal, einfach zu Ende ist. So, ansonsten, wir sind qualifiziert für das Finale. Let's go! So, jetzt hier nochmal Block Dash Endless. Es wird spannend mit dem Block Dasher Skin. Aber wie gesagt, bitte schreibt mal in die Kommentare, ob das Weltrekord ist. Wenn ja, Digga, wäre das so unnormal krass, dass wir es einfach geschafft haben, Weltrekord zu brechen auf der Block Dash Karte, Digga. Aber okay, ich würde sagen, Leute, ich gebe jetzt hier noch mein Bestes, dass ich es schaffe, hier einen Sieg zu holen mit dem Skin. Vor allem, ich habe das auch komplett ohne Special Emotes geschafft, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Dadurch, dass es ja an sich ein komplett neuer Account ist, habe ich ja hier nur die Standard Emotes, Leute. Also ihr seht es hier nochmal, ne? Ich habe hier auch wirklich ohne Special Emotes geschafft.
gespielt, was ja auch nochmal so ein Ding ist. Aber ich muss sagen, die Spieler hier am Ende schlagen sich alle schon relativ hartnäckig, ne? Aber trotzdem, keiner von denen hat den Blockdasher-Skin. Das ist schon krass, Leute. Wir sind auch mittlerweile bei Welle 10 angekommen. Zwei Spieler sind schon rausgeflogen. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen, hier einen Sieg zu holen mit dem Blockdasher-Skin. Komm schon! Ich ziehe die hier alle ab. Passt auf, Leute. Die werden alle abgezogen. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, Finale. Ich glaube, die anderen sind raus. Ja, Finale, Leute. Finale! Finale mit dem Blockdasher-Skin! Werden wir es gewinnen? Leute, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr? Wer wird das Ganze gewinnen? Werden wir es schaffen oder wird es der weiße Skin sein? Ich muss sagen, der weiße Skin, Leute, schlägt sich auf jeden Fall hartnäckig. Er schlägt sich nicht leicht. So, hier dürfen wir jetzt nicht reinfailen. So, okay. Oh mein Gott, das ist so spannend. Einfach Finale. So, jetzt hier einfach drüber. Ja, okay, hätten wir. Er ist auch weiter. Junge, ich hab den Blockdasher-Skin. Du kannst mir gar nichts, Junge. Batz, easy, wir sind weiter. Let's go. Ja, er hat's auch geschafft. Oh, oh, er ist raus. Yeah! Bam! Lumex hat das Spiel gewonnen mit dem neuen Blockdasher-Skin. Let's go! Okay, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns morgen zu einem neuen Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.